Die Steamulation Pro X3 ist eine sehr, sehr komplizierte Pfeife. Ihr seht schon, was ich hier alles vor mir aufgebaut habe. Es sind wirklich alle Zubehörteile, die vorhanden sind, mit aufgelistet. Und in diesem Video erkläre ich euch, wie ihr was richtig zusammenbaut und wo es vielleicht auch Unterschiede bzw. Schwierigkeiten gibt. Angefangen mit der Bowl, die kommt euch genau hier so entgegen. Bzw. auf der Bowl ist die Base schon befestigt mit dem Tauchrohr. Ich habe die Base jetzt hier mal für euch auseinandergebaut. Ihr seht hier vier Kugeln, die gehören alles so hin. Und hier habt ihr solche Hülsen und die Hülsen sind auch sehr wichtig, dass ihr die richtig rum befestigt. Wenn ihr die falsch rum befestigt, fallen die euch raus und gehen verloren. Also erstmal die alle so verbaut lassen, beziehungsweise wenn ihr sie reinigt, wisst ihr jetzt auch, wie ihr sie wieder richtig zusammenbekommt. Nachdem ihr jetzt die Platte befestigt habt, müsst ihr mit dem Tauchrohranschluss hier, so sieht er aus, diese befestigen und dann habt ihr auch nicht mehr das Problem, dass die Platte rausgehen kann. So kommt sie eigentlich schon bei euch an. Und jetzt habt ihr die Möglichkeit, entweder hier den klassischen Diffusor anzustecken mit verschiedenen Stecklängen. Da könnt ihr dann euren Durchzug bzw. Anzug vielmehr verändern. Und außerdem habt ihr noch den Cooling Diffusor. Er ermöglicht, dass ihr, wenn ihr auspustet, etwas Luft auf den Kopf umgeleitet wird und sich der Kopf somit abkühlt. Das Ganze wird jetzt so verwendet, ihr habt hier drinnen eine Dichtung und könnt es dann hier so draufstecken. Machen wir jetzt einfach mal so, immer aufgepasst auf die Finger. Da habe ich mir vielleicht schon das ein oder andere Mal meinen Finger eingeklemmt. So wie ich die Pfeife jetzt aufbaue, kommt sie letztendlich auch bei euch an. Das Ganze war jetzt nur für den Fall der Fälle, falls ihr ein Problem mit der Base hattet. Jetzt kommen wir zum etwas komplizierteren Part. Wie baue ich die Pfeife letztendlich auf, beziehungsweise befestige den Perch Adapter, befestige die jeweiligen Sleeves, den X-Blow auf den zweiten Teller. Das Ganze folgt jetzt in diesem Abschnitt. Vorab wollte ich noch angemerkt haben, falls ihr Interesse an der Pro X3 habt oder euch da noch in die Richtung weiter erweitern wollt, habt ihr die Möglichkeit mit dem Code S4E bei Steamulation einerseits einen Schlauch, andererseits ein Mundstück gratis zur Bestellung dazu zu bekommen. Als erstes nehmen wir jetzt erstmal die Rauchsäule in die Hand. Wir sehen hier, das Pro X3 ist so eingelasert. Im ersten Durchlauf befestige ich die Pfeife jetzt ganz normal mit Perch Adapter hier mal auf der Base. Dann haben wir hier das Ganze so, drehen das drauf. Haben hier das 360-Grad-System, was auch schon 1A funktioniert. Haben jetzt hier das Unterteil, was als Schliffanschluss dreht, hier nochmal mit den zwei Gummiringen. Die müssen auf die Unterseite. Die führen wir nach unten in den Teller ein. Da ist wichtig, darauf zu achten, wie das Ganze aufsitzt. Hier können wir es noch dran schrauben, drauflegen. Und so steht es jetzt mal ganz solide da. Wollen wir jetzt aber ein Sleeve montieren, drehen wir das Ganze hier nochmal auf. Und befestigen an der Rauchsäule ein Verlängerungsteil. Dieses Verlängerungsteil ist nötig, damit wir den X-Blow-Off befestigen können. Der X-Blow-Off ermöglicht euch letztendlich viele verschiedene Blow-Off-Varianten. So sehen diese beiden Stücke aus. Hier gilt es jetzt erstmal zu testen, welcher geht durch, welcher geht nicht durch. Wir haben vorhin beim Test gelernt, beide von denen gehen gerade komplett durch und es liegt daran, weil wir erst noch den Teller nehmen müssen und diesen Teller befestigen. Hier bei der Auflage können wir sehen, hier muss die Luft rein, das heißt, diese Seite kommt auf die Unterseite. Da jetzt nicht den Fehler machen wie ich gerade und zuerst montieren, sondern zuerst durch und danach erst montieren. Jetzt bleibt der Teller auch und erhält sich selbst. Anschließend können wir einen X-Blow-Off-Adapter anfügen. So sieht das Ganze dann aus. Da können wir jetzt zum einen hier den Blow-Off verändern, aber auch hier mit diesem Ring. Und jetzt können wir hier diese Verlängerung anschrauben. Können anschließend ein Sleeve nehmen. Da gibt es auch verschiedene Farbvarianten. Die stecken wir drauf. Es rastet hier ein. Wir nehmen jetzt hier noch den zweiten Sleeve.
Er rastet auch ein. Hier ist es wichtig, dabei zu achten oder darauf zu achten, dass hier diese Verkantung genau gleich ist, weil letztendlich die Luft von der Base hier durch das Sleeve nach oben verlaufen kann und erst dadurch ein Blow-off möglich ist. Beim Anschrauben gilt es zu beachten, zuerst kann man hier erstmal ein bisschen, solange es noch übersteht, ganz gut reinschrauben. Damit es aber wirklich fest ist, müsst ihr jetzt aber den kleinen Teller nehmen, diesen drehen und wirklich so lang drehen, bis es komplett fest sitzt. Nachdem jetzt hier alles fest verschraubt ist, ihr seht, es wackelt nichts mehr, können wir genau schon wie hier vor einerseits hier den Anschluss befestigen und können loslegen, noch den Schliffadapter rein und Abfahrt. Was jetzt auch wichtig ist, was ich jetzt auch noch zum Aufbau zähle, ihr habt die Möglichkeit hier an euren Schliff bzw. Schlauchanschlüssen zu drehen und damit den Durchzug zu beeinflussen. Das heißt, falls ihr denkt, ich habe jetzt voll den schlechten Durchzug, dann schaut mal hier rein und guckt, ob es wie es hier beispielsweise gerade komplett zu ist. Dann würde ich es aufdrehen und dann ist der Durchzug doch schon viel besser. Wenn euch das Video geholfen hat, lasst gerne noch ein Like da und leitet es Freunden weiter, die vielleicht auch Hilfe gebrauchen könnten beim Aufbau ihrer Pro X3.